Die Faschingsnarren des Muldental-Faschingsclub haben die Verwaltungsgeschäfte an sich gerissen und die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Nachdem sie sich hinter der Kulturscheune in Nimschen noch auf die Amtsübernahme vorbereiteten, setzten sie dann die Segel in Richtung Rathaus. Oberbürgermeister Matthias Berger wurde in den Urlaub geschickt und der Schlüssel zur Stadt entrissen bzw. sogar freiwillig übergeben. Ich muss immer so tun, als wenn ich den Schlüssel ungern abgebe. Aber ich muss sagen, ja, die Zeit ist jetzt so. Ich habe immer gesagt, man merkt den Unterschied gar nicht mehr, ob die Normen gehen oder kommen. Aber dieses Jahr ist es ganz besonders. Ich halte keine große Rede, ich sage einfach bloß Danke. Ja. Danke, danke, danke. Und damit haben wir das Recht des Grimmauer Rathauses. Ein durch das Aufsehen auf dem Markt entstandener Autokorso bejubelte Corona-konform die neue Führung. Ein Auto nach dem anderen durchbrach das emsige Geschehen. So viel Leben hat die Innenstadt wohl schon lange nicht mehr gesehen. Vor der Erholungsphase wurde der bisherige Amtsinhaber aber noch einmal richtig aktiv und trieb die Impfquote höchstpersönlich nach oben. Die Herstellung eines eigenen Impfstoffes haben ihm ja viele schon längst zugetraut. Die Impfquote, ein heißes Thema auch bei den Faschingsnarren, die fleißig den guten Stoff verteilten und der auch in ihren 11 Thesen neben den vielen weiteren notwendigen Neuerungen Raum einnahm. Archäologische Funde an der Muldenbrücke, Autobahn. Kurz vor Beginn der Bauarbeiten an der Grimmauer Muldenbrücke wurden archäologische Funde gemacht. Wahnsinn! Aber wenn bei den heutigen Bauzeiten bei Baubeginn ein Handwerker einen Schraubenschlüssel verliert, wird bei der Fertigstellung der Brücke wieder ein archäologischer Fund gemacht. Bereits im letzten Jahr wurde das Motto der Faschingssaison enthüllt. Verfluchte Karibik, 11 Versuche, in den Urlaub zu fahren. Das Schiff hatte sich mottogetreu 2020 etwas verfahren und nimmt aber jetzt neuen Kurs auf die Veranstaltungen im kommenden Jahr. Die Vorfreude ist groß, auf dem Markt wurde sich ordnungsgemäß warm getanzt, von jung bis alt. Pfannkuchen wurden verteilt, bevor dann der ganze Tross von Hund über Rad bis zum großen Schiff die Segel setzte und sich nun fleißig auf die Veranstaltungen vorbereitet.